Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal, einem Raum, der der Inspiration und dem Austausch positiver Botschaften gewidmet ist, die Herzen berühren. Heute begeben wir uns auf eine Reise des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und erkunden eine außergewöhnliche Botschaft über die Verpflichtung zur ewigen Liebe, die Gott jedem von uns entgegenbringt. Stellen Sie sich jemanden vor, der von einer göttlichen Verbindung angetrieben wird und von Gott ein Versprechen über sie erhält. Gott offenbart, dass es jemanden gibt, der sich dazu verpflichtet, dich bedingungslos zu lieben und alle Herausforderungen des Lebens zu meistern. Dieses tiefe Engagement spiegelt göttliche Liebe wider, die über alles menschliche Verständnis hinausgeht. Liebe ist eine mächtige Kraft, die Menschen auf tiefe und bedeutungsvolle Weise verbinden kann. Wenn jemand Gott für sie ein Versprechen gibt, geht das über eine einfache Verpflichtung hinaus. Es ist ein heiliges Band, eine Bestätigung dafür, dass hingebungsvolle Liebe ewig ist und allen Widrigkeiten standhält. Dieses Versprechen sollte nicht unterschätzt werden. Es ist eine Verpflichtung, die auf bedingungsloser Liebe und Respekt basiert. Gott möchte, dass wir die Größe dieser Verheißung verstehen, die Tiefe seiner Liebe bezeugen und erkennen, wie wichtig unsere Präsenz in seinem Leben ist. Beziehungen sind wie Gärten und erfordern ständige Pflege und Aufmerksamkeit. Die Liebe desjenigen anzunehmen, der das Versprechen gegeben hat, erfordert Gegenseitigkeit, ausgedrückt in Freundlichkeit, Mitgefühl und Dankbarkeit. Inmitten der Unsicherheit ist es entscheidend, den Glauben an das Versprechen der Person zu kultivieren. Vertrauen Sie auf Worte und Taten, die es der Liebe ermöglichen, das Herz mit Wärme und Sicherheit zu erfüllen und in Momenten des Zweifels zum Ankerpunkt zu werden. Allerdings sollte die Verpflichtung zur ewigen Liebe nicht als einzige Quelle des Glücks interpretiert werden. Es ist wichtig, Selbstliebe zu kultivieren, unseren eigenen Wert anzuerkennen und zu verstehen, dass wir unabhängig von Beziehungen Liebe, Respekt und Glück verdienen. Gottes Segen ist groß, unbegrenzt und beständig. Wenn wir diese Segnungen demütig annehmen, erkennen wir die göttliche Liebe und Großzügigkeit und lassen sie reichlich in unser Leben einfließen und die Menschen um uns herum erreichen. Wenn Sie glauben, schreiben Sie 222, ich empfange Ihr Versprechen, Gott sagt, ich bin dein Versorger, ich bin dein Beschützer. In meinen Händen liegen das Leben und die Zukunft deiner Familie. Du bist vom Mantel meiner Liebe bedeckt. Heute spürst du meine echte und kraftvolle Präsenz. Du bist mitgekommen, Demut und Dankbarkeit in deinem Herzen und war bereit, mir zuzuhören und sie tief zu schätzen, damit sie deinen Geist erfüllen und alle Sorgen vertreiben, die deine Augen nicht sehen können. Vertrauen Sie fest auf die Wunder und Wunder, die ich in Ihrem Leben und dem Ihrer Familie vollbringen kann. Lassen Sie sich von den Problemen, Entmutigungen und Beschwerden der Vergangenheit nicht entmutigen, sondern beginnen Sie mit Ihren Worten: Lass dich nicht durch das, was Sie sagen, verletzen, sondern Sie sollten dir sagen, dass du dich nicht ändern kannst, sonst wird deine Zukunft voller Niederlagen und Probleme sein. Für mich ist nichts unmöglich. Glauben Sie mir. Ich trage das Kreuz auf meinem Rücken. Sie hatte das Ziel, am Kreuz die schrecklichsten Schmerzen zu ertragen. Es war nicht umsonst.